Also Gravitationsgesetz von Newton, F gleich Konstante, Masse, Masse oder M1 und M2 durch R Quadrat. Genau, hier mache ich mal nicht groß M klein M, sondern hier passt besser M1, M2. So, und jetzt nehme ich mal zwei Menschen. M1, der soll eine Masse von 60 Kilogramm haben und M2 soll eine Masse von 70 Kilogramm haben. Und Newton sagt, die tun wir uns immer in Schwerpunkt vereinigen. Dann gibt es eine Kraft, ja. Und die Kraft und Gegenkraft, die Kräfte sind gleich groß und alle Massen ziehen sich an, also ziehen sich auch zwei Menschen an. Wir brauchen noch den Abstand, der soll mal hier 2 Meter sein. Ja? Das Video machen wir gerade während der Pandemie, also immer 2 Meter. Gut, jetzt setze ich es ein. Fg ist 6,67 mal 10 hoch minus 11 Kilogramm hoch 3. Ne, Meter, so war das. Ich mache es gerade auswendig. So. Meter hoch 3 Kilogramm Sekunde Quadrat. Ja, mal 60, ein bisschen Platz. So. 60 Kilogramm, 70 Kilogramm, also mal durch 2 Meter Quadrat. Ich komme auf 7 mal 10 hoch minus 7 mal 10 hoch minus 8 Newton. Also die Kraft existiert, es gibt sie. Aber 10 hoch minus 6 wäre ein Millionstel Newton, also 70 Milliardstel Newton. Wenn man bedenkt, dass dann immer noch irgendwie Wind geht, dann sind die Kräfte, die wir dadurch erleben, viel, viel größer. Also Newtonsches Gravitationsgesetz, das gilt immer und überall und wir können es ignorieren, solange nicht bei diesen Kräften, wo sich immer zwei gegenseitig anziehen, ja. Solange nicht einer der Körper eine große Masse hat, zum Beispiel die Erde, die ja irgendwas mit 10 hoch, was war es, ich glaube 26 oder so, genau. Und also eine der Massen muss extrem groß sein, sonst ist es egal.